Hi Leute, Thomas hier von Lulu und Leon Family and Fun. Und Lulu und Leon sind gerade unterwegs mit Mama und Kloppo. Und da habe ich mir gedacht, ich überrasche die mal mit coolem Nutella-Schlag. Und was wir dafür brauchen und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Für den Nutella-Schlag brauchen wir einmal stinknormaler Bastelkleber, das ist weißer in diesem Fall. Um den natürlich einzufärben, dass er aussieht wie Nutella, brauchen wir Acrylfarbe, die können wir dann einfach mit reinmischen. Braune natürlich, Natron und Kontaktlinsenflüssigkeit oder Augentropfen. Das sorgt nämlich dafür, dass der Kleber nicht mehr so klebrig wird, dass sich alles verbindet und man dann wirklich schönen Schleim hat, den man auseinanderziehen kann. So, wir fangen dann erstmal hier ein bisschen mit Bastelkleber an. Dann kommt natürlich die Acrylfarbe. Da muss gar nicht so ganz viel rein, einfach erstmal so ein paar Tropfen. Das vermischen wir jetzt einmal schon mal, dass das so ein bisschen in die Richtung von Nutella geht. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen den Natron dazu machen. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel reinmacht. Deswegen immer erst ein bisschen. Und später dann kann man mehr hinzufügen, genauso mit der Flüssigkeit. Immer erst ein bisschen hinzufügen und dann sieht man ja, wie sich das Ganze verbindet. Und wenn man dann halt merkt, okay, man braucht mehr Natron oder mehr von der Flüssigkeit, dann passt man das dementsprechend an. Also wie ihr seht, das ist schon mega cooler Schleim, den wir jetzt ein bisschen noch kneten müssen. Ihr seht ein bisschen was, es bleibt noch an den Händen, aber ist schon ziemlich schleimig. Warum sind die Hände jetzt so braun? Weil ich noch mehr Acrylfarbe dran gemacht habe, damit das ein bisschen wirklich mehr danach aussieht. Das muss ich jetzt natürlich alles ein bisschen verteilen. Und deswegen sind die Hände jetzt etwas braun, das ist aber ja nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall ziemlich cooler, klebriger Schleim. Also, ist auf jeden Fall sehr cool und wie ihr seht, die Acrylfarbe, die ist quasi schon wieder komplett drin in dem schleimigen Ball hier und von den Händen geht die ganz leicht ab, also da muss man sich keine Gedanken machen. Wir holen jetzt mal ein Nutella-Glas und dann packen wir das da mal. So, wie ihr seht, ein leeres Nutella-Glas und da kommt jetzt natürlich unser Schleim rein. So, also, klar, hätte ich jetzt ein kleineres Glas natürlich nehmen können, habe ich aber nicht. Oder mehr von dem Schleim machen, dass es ein bisschen voller wird. Aber ich denke, um die Kinder zu pranken damit, reicht das auch so. Ich denke, das wird schon funktionieren, dass die davor stehen und sagen, hä, was machst du mit dem Nutella, Papa? Aber wir gucken. Wenn die gleich nach Hause kommen, probieren wir das aus. Lulu ist wieder da. Holst du mir mal das Nutella-Glas? Ich glaube, ich habe Hunger auf ein bisschen Nutella. Da ist da nichts mehr drin. Wie, da ist nichts mehr drin? Was ist das denn hier? Was hast du denn mit dem Nutella jetzt gemacht? Ich hab's nicht. Wie, du hast damit nichts gemacht? Ich hab damit gar nichts gemacht. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Gib mir, ja, gib mir. Warte mal, oh, was ist das denn? Ich will auch. Ne, bleib mal hier damit, bleib mal hier. Was ist das? Oh, was ist das? Das? Ja. Das ist Schleim, das ist Nutella-Schleim. Guck mal. Ich will. Warte mal, lass mal nicht. Das ist ja cool. Oh, guck mal, jetzt komm mal, warte, leg mal hin, jetzt pass auf. Jetzt ist es eine Nutella-Schlange. Darf ich mal reinbeißen? Nein, das kann man nicht essen. Das kann man nicht essen. Oh, ich dachte. Das kann man, glaube ich, auch essbar machen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir noch mehr von diesen Schleimsachen machen sollen. Ich habe überhaupt nichts mit dem Nutella gemacht. Na, habe ich schon, aber vorhin, aber heute Morgen war da doch noch richtiges Nutella drin, ne? Ja. Ja, das ist... Du hast das aufgegessen.
gegessen oder aufgemümmelt. Ich habe das aufgemümmelt. Ist noch ein bisschen von der Acrylfarbe dran, ist aber nicht schlimm. Lustig, ne? Ja, also wie gesagt, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob man, ob wir noch mehr von diesen Schleimsachen machen. Wir haben noch eine Packung Bastelkleber ist noch da, die müssen wir irgendwie verwenden. Dann könnt ihr uns ja mal sagen, was wir als nächstes für einen Schleim machen sollen. Ich möchte Kaugummi-Schleim machen. Du möchtest... Sollen wir Kaugummi-Schleim machen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Sollen wir heute Kaugummi-Schleim machen? Hast du das alleine gemacht? Ja. Ich habe nichts gemacht. Du hast mir das Nutella-Glas gebracht und schon war das so. Das hat sich automatisch verwandelt. Du bist Ja, ich hab's getan. Genau, also Kaugummischleim könnten wir auch machen. Dann müssen wir halt noch andere Farbe holen. Jetzt haben wir ja nur die braune Farbe. Aber das kriegen wir schon hin. Schreibt mal in die Kommentare. Oh mein Gott, was innen drin ist. Ja, was ist das denn? Das ist ja... Gibt's ja gar nicht. Gib mir! Ja. In dem Sinne... Würde ich sagen, Lulu spielt ja jetzt mit Leon, ist gleich auch noch dran, wenn der wiederkommt. Und ja... Dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss.